Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Parasite Eve 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, lasst doch gleich zum Anfang des Videos einfach mal einen Daumen oder einen Kommentar da. Das würde meinen Kanal supporten und mich freuen. So, doch bevor wir jetzt weiterspielen, habe ich euch einiges zu erklären, denn ich musste alles nochmal spielen bis hierhin, denn ich habe einen ganz gewissen Moment verpasst, zu dem wir jetzt einfach mal hinlaufen, im schnellen Modus am besten, damit wir hier nicht zu viel Zeit verlieren, denn wir haben hier noch einiges zu tun hier im Acropolis Tower. Also, folgendermaßen, ich habe euch ja von einem gewissen Item erzählt, was wir hier ja quasi bekommen können, aber auch verpassen können. So, und wenn ihr diesen Gegenstand haben wollt, müsst ihr hier in der Kirche quasi beim ersten Mal, wo Rupert angegriffen wird von dem Unbekannten, müssen wir quasi hier einmal rumlaufen zu dieser Tür, die man eigentlich gar nicht wirklich erkennt. Und ja, dann bekommt man ein Gespräch mit und kann dann hier quasi durch diese Tür laufen. Das müsst ihr aber genau dann machen, nachdem Rupert angegriffen wird. Nicht erst nachdem, ne? Also ihr dürft dann die Kirche nicht verlassen. Ihr müsst direkt zu dieser Tür gehen, bekommt ein Gespräch mit und geht dann hier in diesen, ja, Garten, nenne ich es mal. Und dann sehen wir hier auch diese eine Kameraperspektive, die wir auch auf dem Monitor sehen konnten, wo Aya sich dann gefragt hat, was zur Hölle macht der SWAT-Agent hier? Hier hat der SWAT-Agent eine Bombe gelegt, wie man sehen kann. Eine Bombe! So. Und das müsst ihr auf jeden Fall beim ersten Mal machen, denn wenn ihr das nachher macht, verpasst ihr folgenden Gegenstand, der hier vorne auf dem Boden liegt. Man sieht ihn auch. So, sie ist von innen verschlossen. Und dann fragt die sich, hier liegt ja irgendwas. Und das ist eine schwarze Karte, die wir später im Spieleverlauf brauchen, um dementsprechend noch einen, ja, wie soll ich das nennen? Das ist ein Waffenraum oder so. Da kann man dann nochmal Waffen kaufen. Und ich meine auch seine ganze Munition auffüllen etc. pp. Also das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Deswegen macht es direkt, wenn ihr Rupert rettet und geht dann zur Tür. Lauscht dem Gespräch, öffnet die Tür und holt euch die Karte. Denn wenn ihr das verpasst oder das nachher macht, dann liegt die Karte da nicht mehr. Und dann könnt ihr die auch nicht aufsammeln. So, jetzt gehe ich mal wieder im Turbo-Modus eben zurück. Wir haben die Karte hier aufgesammelt. Und können uns quasi jetzt dem Ende vom Acropolis Tower widmen. So, ich speichere hier gerade nochmal eben. Spielstand speichern. Das machen wir ganz oben. Ja, ich habe das eben im Turbo-Modus durchgespielt. Dass das nicht zu lange dauert. So, jetzt können wir hier hochgehen. Und sind quasi, ja, genau wieder da, wo ich auch aufgehört habe. Nur mit einem kleinen Umweg. Ah, ich überlege ja gerade, warte mal, habe ich denn alles schon ausgerüstet? Ich glaube, das habe ich eben schon gemacht, ne? Eine Plastikkarte mit einem X-förmigen Logo. Die sagt uns natürlich jetzt gerade noch gar nichts. Taktische Weste, Granatenpistole ist drin, Granaten sind auch drin, Medizin, MP. Damit sollten wir eigentlich keine Probleme haben mit dem Endboss. Der Lift ist oben. Ob er damit hinauf ist? Hilft nichts. Ich hole Rupert. Okay, wir müssen nochmal zurücklaufen. Der Lift funktioniert nicht. Wir kommen also auch nicht aufs Dach und können auch nicht vom Helikopter abgeholt werden. Stand jetzt. Wer bist du? Ich? Ein NMC-Hunter, genau wie du. Jetzt rate mal, was ich in der Hand halte. Scherzkeks.
Das ist dein Leben. Komm her, hol's dir. Der lacht so geil. So, der ist richtig übel. Deswegen baller ich den jetzt einfach mal voll. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. So, warte mal, wir gehen mal eben hier rein und ich nehme ein MP Wasser Level 1. Aber ich hab doch! Aha. So, das macht richtig Schaden. Wir bekommen natürlich auch Damage. Okay, wir sind alle. Verdammt! So, muss ich meine Pistole wieder annehmen. Und am besten noch ein MP-Level 2. Wo schießt er denn hin? So, da haben wir es schon. Nicht schlecht. Komm her. Wir machen's oben aus. Okay, so gut habe ich den bis jetzt auch noch nicht geschafft. Das ist sehr interessant, weil normalerweise drängt er einen richtig nach hinten und man kann dann dementsprechend auch noch auf diese, ja, wie soll ich das nennen? Also auf diese elektrischen Schalthebel hier schießen und dann kann man den nochmal so ein bisschen stunnen mit Strom und sowas und das macht auch gut Schaden. Aber wir haben den ja jetzt eigentlich relativ gut besiegen können. So. Jetzt fahren wir mal nach oben. Los, her damit! Aber Tempo! Was ist? Schieß doch! Die Zeit ist um, Kleines. Was zum? Ah ja, wo ist er hin? Er ist rübergesprungen. Wie, aus der Entfernung? Was hast du da? Es lag am Boden. Heilige Scheiße! Das ist der Zünder! Was? Kannst du es entschärfen? Komm schon, Rupert! Sehr witzig. Hast du was gedrückt? Sehe ich etwa so aus? Wahrscheinlich hat er einen Komplizen.
Wir müssen hier weg! Immer mit der Ruhe, ein Haley ist unterwegs. Hoffentlich noch rechtzeitig. Da, schau! Ein Hubschrauber! Unsere letzte Rettung! Danke für Ihren Bericht. Ist das alles? Wäre da noch etwas? Ach ja, hier. Schauen Sie sich das an. Verstümmeltes Vieh? Ein Zeitungsartikel und? Soll ich jetzt Aliens jagen? Gut möglich. An diesen Kühen war etwas faul. Die Wunden waren alle alt. Sie wissen, was das bedeutet? Neomitochondria-Creatures. Creatures. Oder kurz gesagt, die NMCs. Sie haben einen enormen Stoffwechselbedarf. Das heißt, es ist unser Job. Exakt. Hier, werfen Sie da mal einen Blick drauf. Okay, wir können jetzt alles lesen. Ein Durchsuchungsbefehl ausgestellt vom Bundesgericht umfasst allerlei Befugnisse, damit die MILF schnell handeln kann. Das Foto einer 5 Meter großen Kreatur, ein Mann mit einer Schrotflinte, ist rechts abgebildet. Schwer zu erkennen, aber ist das eine Wüste? Die Existenz der Neomitochondrien ist noch ein Staatsgeheimnis. MILF-Einsätze werden stets getarnt. Offiziell heißt es diesmal, dass wir einen Serienkiller verfolgen. Die Karte meines Einsatzorts. Die Mojave-Wüste umfasst Gebirgsketten. Dryfield ist die einzige bewohnte Ortschaft. Dann darf ich also Kaktusmonster jagen? Red keinen Schwachsinn. Was ist mit dem Tower? Übernimmt ein anderer. Agent Broderick, Sie haben Krankenurlaub. Verstanden. Sie können gehen, Agent Breyer. Das wäre alles. Ah ja, ich weiß es jetzt. Wie schön für dich. Hey. Machst du etwa auf Trübsal oder was? Seh ich so aus? Das wird dich etwas aufmuntern. Das Elektroteil, das dieses Kreatur am Kopf tragt. Was ist damit? Raus mit der Sprache! Das ist ein Mikrosender.
diese Kreatur von letztens. Jemand muss sie gesteuert haben. Gesteuert? Wie einen dressierten Hund? Ach, da fällt mir ein. Sie trug auch Brandmarken. Sei nicht albern. Jemand kontrolliert also die Biester. Wozu soll das gut sein? Weiß ich's? Nur eins steht fest. Ich bin raus aus dem Fall und darf jetzt in die Wüste. Noch was. In dem Sender fand ich Sand. Sand? Ich habe ihn untersucht und... Oh, ich habe ihn untersucht und er stammt aus der Moviave-Wüste. Wie bitte? Die NMCs findet man jetzt im ganzen Land. Nur wurden bisher nie welche in der Wüste gesichtet. Mitochondrien hassen normalerweise Trockenheit. Verstehe. Mein Auftrag könnte also damit zusammenhängen. Scheint so. Sei also nicht betrübt. Pierce? Danke. Oh, ist doch keine Probleme, Mademoiselle. Das ist kein Problem. So, okay. So, dann schauen wir mal, ob wir noch im Kofferraum irgendwas lagern können. Wir haben hier einiges gefunden. Eine Tasche habe ich sogar auch noch bekommen. Das ist sehr schön. So, die Itembox nehmen wir ja sowieso mit. Beziehungsweise das, was hier in der Itembox ist, ist, glaube ich, im Kofferraum. So, das ist alles, was ich so habe. Okay, passt eigentlich. So, wie viele Punkte haben wir denn mittlerweile? Kann ich eigentlich schon P-Energy? Das interessiert mich jetzt mal. Wir könnten eigentlich unsere Dings schon verstärken. Wir haben nämlich schon 3000 Punkte. So, dann nehme ich erstmal das Healing für 300. 700. 1600. Okay, da müssen wir ein bisschen sparen. Verstärken für 500. Das kostet ja gar nichts hier. 1200. Energieshot wäre nicht schlecht. So, und das Plasma brauche ich. Mehr kann ich jetzt allerdings noch nicht verstärken. So. Okay. Waffe ausrüsten ist ganz wichtig. Sonst haben wir nämlich nachher ein Problem. Das GPS ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig, aber wir nehmen es einfach mal mit. So. Und dann überlege ich, ob wir uns schon irgendwie eine Waffe kaufen sollen. Ich meine, eigentlich hat man die Möglichkeit jetzt noch nicht. Aber da wir durchgespielt haben, können wir uns das natürlich leisten. So. Ich möchte was kaufen. Also waffentechnisch könnten wir uns schon eine Rifle holen. Und natürlich auch Munition dementsprechend dafür. Sonstiges... Ah, okay, das Inferno, das ist, glaube ich, die letzte... Ja, genau. Betäubt den Gegner für eine kurze Zeit. Healing Life Drain saugt HP vom Gegner in der Umgebung ab. Das ist natürlich auch geil. Das ist eigentlich alles relativ geil, aber ich will dafür die Punkte nicht ausgeben. Deswegen überlege ich, komm, sollen wir uns nicht einfach mal eine Waffe kaufen, die wir uns später so oder so kaufen? Ja, ne, finde ich auch. Komm, wir holen uns jetzt die Rifle... Die Schrotflinte weiß ich gar nicht, ob wir die unbedingt brauchen, aber die Rifle. So, und dann kaufen wir uns noch ein paar von denen hier. 10 Stück. Munition ist voll. Mehr kann ich mir also gar nicht kaufen. Buckshot brauche ich nicht. Kann ich nicht. Schutzkleidung brauche ich auch nicht unbedingt. Das ist erst später relevant. Ja, ich würde die gerne kaufen. Ne? Die ist neu und die habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Also es wäre bestimmt mal interessant, wenn man mit der spielen würde. Munition, Schutzkleidung, sonstiges. Da könnte ich mir jetzt für 3000 Level 3 Pyrokinesis kaufen. Aber das sind alles Dinge, die wir so oder so irgendwann freispielen. Sollte das irgendwann mal nicht ausreichen oder so, dann kann man da immer noch drauf zurückgreifen. Ah, ich frage mich, ob ich mir den holen soll, den MM1. Mit Dauerfeuerfunktion, das ist ja mega brutal. Holy shit.
Oh. Da könnten wir uns auch später noch holen. Das würde das Leben um einiges erleichtern, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege, sollen wir oder sollen wir nicht? Was ist denn mit Schutzkleidung? 40 HP, 10 MP, 5 Dings. Also da ist gerade gar nichts besser als das, was ich jetzt schon habe. Das Einzige, was wirklich interessant wäre, wäre die hier. Wenn ich jetzt Airburst kaufe, was kostet mich das? Ach, wie viel kann ich denn davon kaufen? 25. Ach du Scheiße. Okay. Oh, ich würde ja gerne. Ich bin gerade echt am soll ich oder soll ich nicht? 23.500, ey, dann habe ich aber nichts mehr übrig. Ich meine, im Laufe des Spiels bekommen wir so oder so noch was dazu. Scheiß die Wand an. Ah, ich muss mal gucken, wie oft ich den überhaupt benutzt habe. Müssen wir gerade mal schauen, ob ich den wirklich viel benutzt habe. Ich glaube nicht, so für zwei, drei Bosse, glaube ich, habe ich den benutzt. Beziehungsweise nur bei den Bossen. Deswegen gehe ich jetzt gerade mal ans Telefon und schau mal, was da steht. Waffendatei. 3,54% nur. Den Rest habe ich mit der Rifle oder mit der Pistole gemacht. Lohnt sich also nicht wirklich, ne? Ich meine, die Granatenpistole bekommen wir später sowieso wieder. Ach komm, die Rifle reicht. Die Rifle reicht doch. So, und ich glaube, wir speichern jetzt hier auch an der Stelle mal. Und bevor wir dann in die Wüste fahren, ja, würde ich sagen, machen wir das erst in der nächsten Folge. Ganz oben wird gespeichert. Die schwarze Karte haben wir ja jetzt. Und falls ich mich beim nächsten Mal doch nochmal umentscheide, mir den MM1 Granatenwerfer zu holen, sind wir ja immer noch hier und haben gespeichert. So ist es ja nicht. So, und jetzt könnte ich theoretisch mit Pierce sprechen, falls du Waffen oder Westen mitgenommen hast. Hell, okay, alles, was ich... Ja, genau, alles, was ich eben im Dings aufgesammelt habe, im Akropolis Tower, ist jetzt weg. Wurde natürlich zurückgegeben. Sie hat ja auch gesagt, ich borg mir das nur mal kurz aus. Wenn du eine neue Waffe brauchst, ja. So, und jetzt könnte ich theoretisch schon losfahren. Aber das machen wir in der nächsten Folge und dann begrüße ich euch in der Mojave-Wüste. Das ist, glaube ich, so das Gebiet, was wir am meisten sehen werden und auch noch öfter zurückkehren und wieder zu einem anderen Ort gehen und so weiter. Das ist so eine Art Zwischenwelt, ne? Die aber relevant wird. Von daher, ich verabschiede mich für diese Folge und hoffe, dass wir beim nächsten Mal, ja, nicht verdursten, wenn es in die Wüste geht. Von daher, schaltet ein, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut da rein.